Ist es nicht langsam in allen Studiengängen ein bisschen integriert? Nicht? Gerade weil die Wirtschaft oder generell das System halt etwas ist, das ein riesiger Grund ist, warum wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind. Ja, und vor allem der eine Dozent, den wir hatten, war Manuel. Und der hat sehr fest Werbung für das gemacht. Ja. Nachhaltige Entwicklung würde ich als gesellschaftliche Entwicklung beschreiben, die einerseits ökologisch sicher ist, andererseits sozial gerecht und auch ökonomisch tragfähig. Ja, nachhaltige Entwicklung soll halt echt generell Chancengleichheit fördern für alle Beteiligten. Also sei das jetzt mehr, sei das die Umwelt, also dass es wie dass auf alle gleich geschaut wird, weil genau. Wir alle genauso gleich wert sind. Bildung für nachhaltige Entwicklung kann insofern attraktiv sein für Hochschulen, da das ganz klar ein Wunsch ist von den Studierenden, dass man sich dem Thema, dass sich Hochschulen dem Thema mehr annehmen. Wir sind Teil der Gesellschaft, auf uns hat das also Impact, ob genau. Man etwas macht oder nicht, ob das jetzt eben soziale Nachhaltigkeit ist oder ob das jetzt auf die Umwelt bezogen ist. Am Schluss kommt es auch auf uns zurück und wenn wir nichts machen, dann sind wir, ja. Studierende können profitieren in Zusammenarbeit mit dem WWF, indem sie erfahren, was wir machen, indem sie vielleicht neue Ansätze kennenlernen, indem sie zu Praxiswissen kommen. Für eine nachhaltige Entwicklung muss man Kompetenzen fördern, die zum Beispiel Systemdenken beinhaltet, kritisches Denken beinhaltet. Und solche Kompetenzen kann man vor allem mit praxisorientierten Lernmethoden fördern, wie zum Beispiel Service Learning. Das heisst, man engagiert sich freiwillig und gleichzeitig lernt man etwas dabei. Es kann Problem-Based Learning sein, das heisst, man tut zum Beispiel für eine Firma ein Problem bearbeiten und Lösungsvorschläge machen. Oder einfach Project-Based Learning, also in einem Projekt selber Ideen und Ansätze entwickeln, die man nachher ansatzweise umsetzen kann. Dass es nicht nur Theorie ist, sondern dass man effektiv in der Praxis so etwas umsetzen kann. Das ist so wichtig, dass man es nicht einfach lernt, weil es irgendwie in einem Lehrplan steht und es heisst, ja, man muss es jetzt anschauen, sondern dass man die Option hat, etwas damit zu machen und Ideen umzusetzen. Und genau. Das kann jetzt hängen. Ja, man merkt die persönliche Betroffenheit von diesem Thema. Und sehr viel können wir schon mit Ideen, die sie schon im Privatleben aufgeschnappt haben. Meine Mutter kommt von den Philippinen und ich bin auch mit Leuten aufgewachsen von anderen Ländern oder von anderen Lebensrealitäten. Und das liegt mir und wahrscheinlich dir auch sehr fest ans Herz. Es war auch frustrierend, weil wir nichts machen konnten. Und jetzt haben wir wirklich die Opportunität bekommen, etwas zu machen. Und die haben einfach ergriffen. Und irgendwie eine rechte Vermischung zwischen dem Privatleben und der Universität oder dem Hochschulleben. Ich habe mich für diese Tätigkeit entschieden, weil ich eigentlich mit meiner Arbeit einen Impact haben möchte. Selber etwas machen und nicht, dass es irgendwie von oben herabkommt, aber dass wir als einfach eine Studentin etwas verwirken können. Das ist, glaube ich, das Schönste daran. Was ist für euch BNI? Ja, es ist mega, mega wichtig. Ich glaube, es ist sehr wichtig. Und mega spannend. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. So wichtig. Also eigentlich ist es ja mega wichtig. Ja, nein, also es ist mega wichtig, mega schön. Das ist mega, mega wichtig. Und darum ist es mega wichtig, dass das integriert wird. Und zwar in jedem Studiengang, weil es jede Person trifft. Genau. Jede Person Teil der Gesellschaft ist und Teil der Umwelt ist.